Konnichiwa, Anime und Game Otakus, willkommen zurück zu einem neuen Part von Assassin's Creed. Wir haben jetzt richtig viele neue Aufträge bekommen und ich weiß jetzt nicht, mit welchem ich anfangen soll. Am besten das, was hier also in der Nähe ist. Ich mache einfach das hier. Gucken wir mal. Das müsste ja gleich hier irgendwo sein. Mit den Händlern sprechen. Der alte Stumme. Okay. Ich sollte diesen Servus finden und sehen, was er über Sefetu weiß. Ob er mit dem Skarabäus in Verbindung steht. Ich höre mich bei den Händlern um. Mal sehen, wer ihm wohlgesinnt ist. Okay. Kann ich helfen, Reisender? Ein Vergnügen. Irgendwie wollen die nicht mit mir reden. Okay. Einen schönen Tag, Neb. Was mit dem hier eigentlich? Vielleicht ein paar Metallarbeiten. Sunny, komm her. Ein Informant erzählte mir von einigen Grabräubern in der Nähe. Diese Maden bestehlen die Götter. Das müssen wir verhindern. Okay, das ist eine andere Aufgabe. Das ist eine andere Aufgabe. Kann ich dich mit etwas locken? Locken? Du willst mich locken? Was? Die Steuereintreiber verlangen zu viel. Das lohnt sich nicht mehr. Aber was können wir tun? Ich will dich zu nichts überreden. Aber ich werde meine Sachen packen und nach Letopolis ziehen. Ich kann nicht mit dir. Eine wunderbare Stadt für alle. Das klingt verlockend. Aber meine ganze Familie ist hier. Ach, mit die soll ich quatschen. Ich dachte, mit die anderen. Oh mein Gott. Sucht ihr nach Datteln? Bei mir bekommt ihr die besten. Der Braumeister benutzt dieselben für sein berühmtes Bier. Ich sehe mich nur um. Kennt ihr einen Mann namens Servus? Servus? Der Hafenmeister ist tot. Okay. Gebt den Weg frei! Oh. Wie laufen die Geschäfte? Gar nicht übel. Bist du auf der Suche nach etwas? Nach Servus, dem Hafenmeister. Weißt du, wo ich ihn finde? Nach wem suchst du? Wieso? Ich kenne ihn nicht. Ist er nicht tot? Was willst du denn überhaupt von ihm? Er war ein guter Mann. Ein guter Mann? Also kennst du ihn doch? Oh nein, das erzählt man sich nur von ihm. Lass mich in Ruhe. Okay, die sind alle sehr, sehr abweisend. Die wollen alle nichts damit zu tun haben. Willst du einen Fisch oder was? Ich suche nach Servus, dem Hafenmeister. Oh, es heißt, Sefetu brachte ihn um. Ah ja. Interessant. Und wonach suchst du heute? Den Hafenmeister, Servus. Frag nicht nach ihm. Die Wache hat ihn getötet. Okay. Und wahrscheinlich, weil wir jetzt rumfragen, wird irgendjemand petzen. Ich sehe mich nur um. Kennst du einen Mann namens Servus? Den Hafenmeister. Ah. Warum fragst du nach ihm? Es heißt, er wird vermisst? Untergetaucht? Vielleicht tot? Was würdest du tun, wenn Sefetu ein Kopfgeld auf dich aussetzt? Ah, verstehe. Ich bin keiner von Sefetus Männern. Ich weiß so gut wie nichts darüber. Ich halte mich da lieber raus. Ich kann dir leider nichts sagen. Die beste Schmiede von Zeiss! Ich kann es verstehen, dass die hier skeptisch sind und nichts damit zu tun haben wollen, weil dann werden die ja mit reingezogen. Du bist ein kräftiger Kerl. Willst du deine Rüstung verbessern? Lange Nacht? Sehr lang. Verzeih. Lol, diese Gestik passt. Kann ich dir irgendwie helfen? Mimik und Gestik da. Momentan suche ich nach Servus. Dem Hafenmeister? Natürlich. Servus ist verreist. Okay, er scheint mehr verreist. Zu wissen. Er scheint mehr ja, zu wissen. Ja, er wollte nach Letopolis. Es heißt, er beginnt dort ein neues Leben. Okay. Dann ist er nicht tot. Tot? Warum glaubst du, er sei tot? Jeder erzählt eine andere Geschichte über Servus. Ich frage mich, ob einer von ihnen mehr weiß, als er zugibt. Der hier, oder? Gibt es Neuigkeiten von Servus? Verzeihung. Wer war das noch gleich? Noch eine lange Nacht. Okay, ich mach mal, dass es nachts wird. Die sind alle ziemlich merkwürdig, die Leute. Also, irgendjemand weiß mehr, als er zugibt.
Anscheinend haben die auch alle irgendwas miteinander am Hut, ne? Der alte Stumme ist hier wieder rumgeschlichen. Warum gehen die alle zusammen? Reichen Familie. Mag sein. Vielleicht wurde er deshalb noch nicht aus der Stadt gejagt. Ich glaube, er wohnt auf Tahakas Anwesen. Hallo. Wenn du Bedarf für Metallarbeiten hast, dann besuch mich auf dem Markt. Ich folgte mal, weil erstens gehen die alle zusammen. Die gehen alle zusammen irgendwo hin. Und jeder erzählt irgendeine andere Geschichte. Und die gehen gerade zu den Auf Wachen. Befehl von Cefeto gilt nach der Dämmerung eine Ausgangssperre. Okay. Also irgendwas haben die... Irgendwas stimmt hier nicht. Von allen guten Geistern verlassen. Wo gehen die hin? Geht nach Hause! Auf Cefetus Befehl! Oder die scheinen doch nicht mit dem zusammenzuarbeiten. Die werden wahrscheinlich, die schützen wahrscheinlich den einen, ne? Den Hafenmeister, den schützen sie. Habe ich das Gefühl. Ist jetzt aber ein bisschen komisch, weil wenn die sehen mich ja gar nicht und... Keine Ahnung. Ist jetzt nicht spannend, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen, es waren eigentlich viel mehr Händler. Warum sind das jetzt nur drei? Du da! Halt! Was stimmt nicht mit dir? Was? Ich mach doch gar nichts. Wo gehen die denn hin? Die sollen immer schneller laufen. Ich werde hier irgendwie beobachtet. Falls ich denen überhaupt folgen soll. Wer weiß. Okay, da gehen sie rein. So, Leute, gleich habe ich euch erwischt. Wie kommst du zurecht? So gut es geht. Oh. Ja, ich bin dieses Versteckspiel leid. Auf dem... Ha, ich habe euch erwischt. Das war viel zu einfach, aber egal. Wir sind keine Kämpfer. Du kannst dir das Kopfgeld für mich abholen. Ich bin keiner von Cefetos Männern. Ich suche nach Servus, im Auftrag von Akuf. Gut. Ich bin Servus, der mächtige Hafenmeister von Sais. Versteckt in den eigenen Docks. Was will er von dir? Cefeto. Er hat die ganze Stadt im Würgegriff. Besteuert uns zu Tode. Er lässt Gehöfte niederbrennen. Das stimmt. Ich habe getan, was ich konnte. Ich half Ein- und Ausfuhren vor ihm zu verstecken. Denn was Cefeto nicht sieht, kann er nicht besteuern. Und er fand es heraus. Seine Männer überfielen mein Geschäft und mein Haus. Doch die Aufzeichnungen sind auf der Feluke. Wenn sie noch nicht gefunden haben, dann sicher bald. Ich sehe, was ich tun kann. Okay. Die Händler mit Waffen. Meine Feluke ist im Hafen von Sais angedockt. Ich hätte sie gern in einem Stück zurück. Aber wenn du sie zerstören musst, sei vorsichtig. Cefetus Männer beobachten den Hafen wie Falken. Okay. Dann machen wir das mal. Wir gehen zum Hafen und versuchen es zu beschaffen. Bleib stehen! Schnauze. Und mal gucken. Also das sieht ja sehr super wieder aus. Die ganzen Wachen sind hier wieder, ja, wie soll ich es sagen? Sie unterwerfen die ganzen Bürger und irgendein Obermachthaber macht natürlich diese Befehle dafür. Immer das Gleiche einfach. Diese wie sagt man das? Unterwerfung? Also die Leute müssen sich unterwerfen. Die werden niedergemacht. Hier sollte ich vorsichtig sein. Müssen Steuern bezahlen und zwar viel zu viel. Irgendwas. Ja, toll. Ich bring dich um. Ja, komm, dann bring ich dich jetzt um, Mann. Jetzt helfe ich mir. Hey. So, töten euch jetzt einfach alle hier.
Da war noch einer eben. Stirb, du Wurm. Würmchen! Wo ist noch ein Wurm? Habe ich den? Ja, ne? Aua! Ich hab das Ziel in Sicht! So, wir töten die jetzt alle hier schön. Einer nach dem anderen. So. Das zeigt nach unten. Ich muss mal kurz... Oder ist es in so einem Fach drin? Wartet mal. Und jetzt? Wartet mal, interagiert das nicht. Das interagiert leider nicht. Okay. Jetzt muss ich die erst alle killen, ich weiß nicht. Hier schlag ich sie tot! Ja, komm da! Du hättest nicht herkommen! Ich wollte eigentlich auch nicht herkommen, aber hey, was soll ich da machen? So, das hat jetzt aber auch nichts gebracht, ne? Ich muss das ganze Boot oder was? Okay. Blitze ich auf! Helft mir mal hier drüben! So, musste mich gerade ein bisschen konzentrieren. Ich dachte, ich muss es allgemein jetzt irgendwie mitnehmen. Ich wusste nicht, dass ich das ganze Boot jetzt mitbringen soll, aber okay. Man lernt ja nie aus. Ich wusste nicht mal... Ja, ich dachte jetzt irgendwelche Papiere oder so. Toll, jetzt hängst du hier fest, das gibt's doch einfach nicht. So, wir haben jetzt das Boot heile wieder zurückgebracht. Du musst dich nicht länger verstecken. Deine Feluke ist sicher. Ich wusste nicht mal, was eine Feluke ist, deswegen auch. Ja, sozusagen, du hast mein keine Boot Ahnung. Gerettet. Hier, nimm das als kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Dankeschön. So, das hätten wir auch erledigt. Du hast hier vieles verbessert. Es gibt genug Menschen, die bereit wären, dir zu helfen, Servus. Wieso tut ihr nichts gegen ihn? Sefeto ist viel zu mächtig, zu gierig. Er weiß, dass niemand stark genug ist, ihn zu stoppen. Wir sind keine Kämpfer. Sefeto wird ständig von Soldaten bewacht. Deine Basis in Nikio wird von Ballisten geschützt. Dumm wie ich war, importierte ich sie. Möge Amun dich beschützen. Okay, die Quest haben wir auch abgeschlossen.
So. Sehr schön. Das hätten wir auch erledigt. Gucken wir mal gleich zur nächsten Quest, was wir jetzt noch machen könnten. Mache ich einfach das hier, Rauch über Wasser. Arbeitet. Okay, dann gehen wir mal hin. Ein Fischverkäufer. Ich weiß nicht, ob der jetzt da ist oder erst am Tage. Sehen wir ja gleich. Ah, nee, da ist jemand. Hallo. Amosis? Ja? Ist eine Sie sogar. Heute gibt es ganz frische Muscheln. Mein Name ist Bayek. Ich komme von Hakuf. Er braucht deine Hilfe als Jeskas Freundin. Ich bin ganz Ohr. Seit Jeska tot ist, benötigt Hakuf einen treuen Agenten, der die Menschen sicher aus Sephetus Reichweite bringt. Tot? Ihr zwei seid nicht ganz auf dem Laufenden. Jeska lässt sich doch nicht von Sephetu erwischen. Sie ist dem Feuer entkommen. Was? Wo ist sie? Sie ist auf dem Fluss, mit einer Feluke voller Vorräte für die Leute, die sie gerettet hat. Sie hat die gefährliche Route in den Südwesten genommen, vorbei an den Nilpferden, um Sephetus Augen zu entgehen. Wenn du der Küste folgst, findest du sie. Okay. Na dann. Na dann, dann klauen wir mal das Bötchen hier. Tschüss. Ich denke mal, bestimmt in Gefahr, oder? Ja, na klar. Man sieht's schon. Oh mein Gott. Diese Viecher gehen mir echt auf den Keks. In dein Maul rein hier. Lebt noch einer? Bestimmt, oder? Hey, ja! Hinfort, ihr verfluchten Flussschweine! Verfluchte Wasserschweine! Hilf mir, sie zu vertreiben! Ich gebe mir Mühe! Die kämpft, warte. Wie nennt man dich? Hallo. Bayek. Freut mich, Bayek. Ich bin Jeska. Wie bist du hier gelandet? Hab mich verlaufen. Nahm die falsche Strecke. Da ist natürlich nicht Was so geil. Was ist falsch daran, Sephetus Patrouillen auszuweichen? Was weißt du von Sephetu? Hakuf hielt dich für tot. Aber du lebst. Er braucht deine Hilfe. Hilf mir, die Vorräte in mein Dorf zu bringen. Dort sind viele auf mich angewiesen. Danach reden wir. Okay. Gib mir einfach Befehle, gib mir einfach Befehle. Wir stehen drauf. Okay. So, wir eskortieren sie mal. Woher kennst du Hakuf? Ich wurde von einem Mann zu ihm geschickt, dem ich verpflichtet bin. Ich glaube, dass wir gemeinsame Ziele haben. Tja, er ist ein großer Mann. Obwohl es in Sais von selbsternannten großen Männern wimmelt. Aber Hakuf hat ein gutes Herz. Er kümmert sich um die Stadt und die Menschen. Ja, er schützt sie vor Feiglingen wie Sephetu und dem Skarabäus. Ich habe viele Familien aus Sais herausgebracht, um sie zu beschützen, wie die arme Venis und ihren Sohn. Alle, die sich Sephetu widersetzen, lässt er einfach verbrennen. Wow. Ich finde es sehr mutig von dir, andere Familien zu beschützen. Oh, sorry, das war Wenn du meinst, ich verstecke sie in meinem Dorf, bis wir eine Karawane organisieren können, die sie durch die Wüste bringt. Dafür brauchen wir Proviant und Medizin. Wie hast du überlebt? Sephetus Männer brachten mich zur Festung Nikio, wo sie mich gefoltert haben. Ich habe ihnen ins Gesicht gespuckt. Als sie dachten, sie hätten mich... Bei den Göttern! Sephetu ist hier! Was? Wie jetzt? Was? Mach mir doch keine Angst. Was ist denn jetzt los? Das große Schiff da, oder was? Sag mir nicht, das Dorf brennt jetzt.
Wenn er es herausgefunden hat, er scheint nicht gerade sehr dumm zu sein. Nein! Nein! Wenn du anderen Venus! Auf dem Weg! Elende Mistbeutel! Verdammt! Ja. Lebt sie noch? Oh mein Gott! Lebst du noch? Oh mein Gott! Das sieht nicht gut aus. Was mache ich denn jetzt? Das ist verbuggt. Hallo? Ich kann sie auch nicht tragen. Irgendwas ist hier gerade. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ich glaube, weil die hier noch existieren. Komm hoch! Okay, ich versuche mal, den noch zu killen. Oh, fuck! Hat super geklappt. Hey! Schnauze jetzt. Komm mal jetzt hoch. Wo ist sie? Hallo, warum ist sie denn auf einmal weg? Oh, das raucht hier. Ich glaube... Oh mein Gott. Alle tot. Ihr Dorf ist zerstört. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Ihr Dorf ist kaputt. Ihr Dorf... Alle tot. Töte die Plünderer. Alter, was... Ich blick grad nicht durch. Ich blick grad hier null durch, ey. Wirklich. Das war's. Stirb! Komm her, stirb! Selber. Ich erlege ihn! So, ich töte ihn mal schnell. Also nicht schaffe. Hier sind noch mehr. Hey, du hättest nicht... Schnauze. So, die haben wir auch erledigt. Ja, ihr Dorf ist sozusagen, ja, alles kaputt, RIP, und die Leute sind wahrscheinlich alle tot. Und wenn ihr Plünderer sind, dann sowieso. Es ist getan. So viele Leben zu Asche verbrannt. Ist noch jemand übrig? Wir müssen schnell sein. Es kommen noch mehr. Oh mein Gott. Das ist jetzt echt, echt übel. Und sie, oh, sie ist schwer verwundet. Hast du das gehört? Ja. Irgendjemand lebt noch irgendwie, teilweise. Alter, sie ist schwer verwundet. Wie kann sie noch leben? Wenn du, oh Götter, unglaublich, du lebst. Ich lasse dich nicht zurück. Oh, oh. Scheiße. Wow. Boah, ey, die ganzen Leute, die hängen sogar am Baum und was weiß ich, das ist ja richtig übel. Meine Vettern haben einen Hof in der Nähe. Vielleicht ist der noch sicher. Hilf mir, Pentu dorthin zu bringen. Natürlich. Ich nehme ihn.